Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW in Mannheim, begrüßte im Rahmen der Reihe Wirtschaftspolitik aus erster Hand Claudia Nemert, Vorständin der Deutschen Telekom AG. Dort ist sie für Technologie und Innovationen zuständig. In ihrem Vortrag setzte sich die Expertin mit künstlicher Intelligenz und deren Herausforderungen für Deutschland und Europa auseinander. Ein Thema, das auch in der Forschung am ZEW eine prominente Rolle spielt. Ja, die künstliche Intelligenz ist jetzt Schwerpunktthema des diesjährigen Monitoring-Reports Digitale Wirtschaft, den wir für das Bundeswirtschaftsministerium erstellen. Und da hat sich beispielsweise gezeigt, dass aktuell 5% der deutschen Unternehmen bereits künstliche Intelligenz einsetzen. Das ist nicht so viel, aber es ist ein starkes Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr gewesen. Zudem zeigt sich, dass sich durchaus viele Unternehmen schon bewusst sind, dass es ein relevantes Thema ist, dass man sich also damit befassen sollte. Aber noch viele Unternehmen wissen noch nicht, was die künstliche Intelligenz wirklich kann und wie sie sich auswirken wird. Das heißt, hier herrscht noch große Unsicherheit. Über den aktuellen Stand neuer Entwicklungen zu diskutieren, auch das ist ein Ziel der Veranstaltungsreihe. Dabei profitiert das Format von der Verbindung zwischen ZEW-Forschungserkenntnissen und Praxiserfahrungen aus der freien Wirtschaft. Künstliche Intelligenz ist eine wirkmächtige Technologie und deshalb ist sie wichtig für Europa und Deutschland. Sie kann uns beispielsweise helfen, seltene Krankheiten frühzeitig zu erkennen und auch zu heilen. Auf der anderen Seite kann sehr viel Schindluder damit getrieben werden. Also müssen wir wissen, wie wir es in unserem Sinne gestalten wollen. Die Deutsche Telekom arbeite aktuell an rund 50 Projekten, die sich mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz beschäftigen, erklärte Nemert in ihrem Vortrag. Aktuell seien diese vor allem im Bereich der Prozessoptimierung angesiedelt. Es solle sich aber immer mehr in Richtung Kundenservice bewegen. Um angemessen mit der künstlichen Intelligenz umgehen zu können, habe die Telekom ethische Leitlinien formuliert, die gemeinsam mit anderen Unternehmen diskutiert würden. Eine wichtige Rolle spielen aber auch Forschungsinstitute. Das ZEW ist für mich ein sehr wichtiger Meinungsbildner, welches zur Versachlichung der Diskussion beiträgt. Gleichzeitig sind Forschungsinstitute aber auch Übersetzer, um letzten Endes Politikern, Wirtschaftsführern oder der allgemeinen Öffentlichkeit Sachverhalte herüberzubringen und Beziehungen zwischen Dingen aufzuarbeiten. Dieser Übersetzerrolle wird das ZEW durch die gut besuchte Vortragsreihe immer wieder gerecht. Regelmäßig kommen interessierte Gäste zusammen, um sich mit renommierten Rednerinnen und Rednern auszutauschen. Im Anschluss an den Vortrag diskutierten Claudia Nemert und ZEW-Präsident Achim Wambach die wirtschaftlichen Chancen und Risiken. Diese Diskussion führte zu einem regen Austausch mit dem Publikum. Auch bei den Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar stoßen die Themen des ZEW auf breites Interesse. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Big Data, Data Analytics ist ein zentrales Thema, was in unseren Geschäftsbereichen heftig diskutiert wird, gerade auch in diesen Tagen. Und wir nehmen diese Anregungen mit auf, um sie bei uns dann weiter zu diskutieren und zu entsprechenden Modellen im Umgang mit unseren Kunden zu kommen. Also für uns ist das hier eine Ideenschmiede und wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie da so kräftig am Schmieden sind. Die zahlreichen Gäste nutzten auch im Anschluss an die offizielle Diskussionsrunde die Möglichkeit, im zwanglosen Gespräch Erfahrungen und Wissen auszutauschen. So wurde die vom ZEW-Förderkreis unterstützte Veranstaltung Wirtschaftspolitik aus erster Hand ihrem Namen gerecht und trug dazu bei, Menschen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft besser miteinander zu vernetzen.